Hallo und herzlich willkommen bei Virtues und einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich habe mich geirrt mit der letzten Folge, mit dem Ende, den letzten Kultisten hier auf den Zweig. Den finden wir nicht in der Arena, sondern auf Lesbos. Da habe ich mich schon mal hinbegeben. Jetzt will ich hier nur kurz mal einen Aussichtspunkt freispielen und dann kümmern wir uns um den Kultisten. Also ihr bleibt einfach dran. Wir müssen ja nur hier hoch, das geht sogar recht zügig. Los! So. Kurz davor stehen wir schon. Ah, läuft. Bergtempel des Poseidon entdeckt. Irgendwie so. Komm schon! Wo soll der denn sein? Der Aussichtspunkt. Bin ich nicht da? Nee, nicht ganz. Da vorne ist er. Noch ein paar Meter in die Richtung. So, Lesbos. Warum ist das keine Frau? Die wir hier platt machen müssen. Also eine Riesenstadt. So, wo bist du? Da bist du. Also müssen wir noch da runter. Und noch weiter. Und nur holen wir uns den wieder. So. Oh mein Gott. Fabius. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt auch das neue Outfit angezogen, was wir ja freigespielt haben mit der Kultistenreihe. Ne, die des Assassinen quasi. Da bist du doch. Das war einfach. In den Hades mit dir. Abschauen. Damit haben wir das Athena-Heldenset nämlich auch fertig. So. Kultistenschweine. Ja, sind sie alle platt. Kann ich dich jetzt immer noch nicht verfolgen? Nee. Da gab es jetzt die Quest der Neuanfang. Betritt das Versteck des Kosmos. Nur 10.000 Kilometer entfernt. Sollst du denn sein? Ach hey, im Phönix? Da waren wir schon lange nicht mehr. Der genau hier oben auf dem Tempel, ne? Uiuiui. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Die Tussi platt machen. Alle tot, Bruder tot, alle Kosmos-Leute tot. Und dann können wir auch noch die letzte Waffe, den Speer noch einmal aufwerten. Rein theoretisch, weil es sind ja keine Kosmologen mehr da. Überall auf der Welt waren sie verbreitet hier.
Ich will nur mal ganz kurz zum Händler juckeln. Muss hier unten irgendwo stehen, glaube ich. Oh, wie lange ist es her? Was kann ich dir bringen? Wir mal verkaufen hier. Oh, Money. Das war die falsche Taste hier. Bis bald. Nein. Weil ich wollte nämlich eigentlich die Waffe hier verbessern. Dann können wir die nämlich eigentlich auch nochmal gravieren. Gucken, ob wir es drauf haben. So, Feuerschaden ist erhöht, einfach bewähren zu Brandfallen. Fernkampfschaden bei Angriffen von oben. Schaden mit Fähigkeit Schussfolge, Schaden mit Fähigkeit Raubtierschuss, Schaden mit Fähigkeit... Ich mal zum Feuerbogen hier. Lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. So. Muss ja wieder den Hintereingang nutzen, wahrscheinlich. Sollen wir uns zuerst mal wieder anziehen oder gehen wir einfach so da rein? Boah, jetzt bin ich aber neugierig hier. Sucht schon an mir. Besser nicht. Cassandra. So hätte es nie sein sollen. Vor Jahrzehnten versammelte sich eine kleine Gruppe von Menschen und stellte eine Theorie auf, die das Universum kontrollieren sollte. Dass die Welt zu gleichen Teilen aus Ordnung und Unordnung bestünde. Doch einige von ihnen verfielen den Verlockungen des Chaos. Der Kult des Kosmos ward geboren. Sie missbrauchten ihre Macht, stürzten die griechische Welt in einen ewigen Krieg, den du bestimmt warst zu beenden. Du zerschlugst den Kult, woran ich zuvor gescheitert war. Wie heldenhaft. Doch das Ungleichgewicht fordert seinen Tribut, mein Kind. Denn ohne Chaos herrscht vollkommene Ordnung, ohne jeden Fortschritt. Ah, das sind die ganzen alten Teile, wie geil ist das denn? Doch es gibt Hoffnung. Hoffnung in dich und die Zukunft, die du bringen wirst. Wir müssen unsere Fehler korrigieren. Nimm den Stab, repariere den Riss im Universum. Die Welt auf deinen Schultern, Cassandra. Du musst wieder heldenhaft sein. Nun, du hast es also gesehen. Es ist wunderschön. Nicht wahr?
Was machst du denn hier? Das letzte Mitglied des Kults ist tot. Oder so gut wie. Was? Es ist wahr. Ich war ihre Anführerin, aber nur für einen kurzen Moment. Als dein Bruder auftauchte, hat das alle unsere Pläne umgeworfen. Malaka, du warst also hinter uns her. Nicht hinter euch, hinter der Blutlinie. Menschen wie Leonidas, wie du, waren eine Bedrohung. Dann traf ich dich und du hast mich überrascht. Du warst nicht wie Deimos. Du hättest mich benutzen können. Es wäre einfach gewesen. Du stimmtest mich optimistisch. Ich hoffte, du könntest mir helfen, den korrupten Kult zu stürzen. Und das hast du auch, wenn auch unwissend. Zu gestehen, dass du eine Kultistin bist, erfordert Mut. Du weißt, was ich mit Kultisten mache. Ich wollte nicht mehr lügen. Jetzt, wo sie erledigt sind, können wir zusammenarbeiten. Wir wären ein gutes Paar, meinst du nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Was ist mit dieser Pyramide? Wie funktioniert sie? Wieso hat der Kult sie? All das habe ich selbst versucht herauszufinden. Für mich ist es ebenso rätselhaft wie für dich. Diese Pyramide wird schon seit Jahrzehnten vom Kult angebetet. Mit ihrer Hilfe haben wir das Orakel von Delphi ersetzt. Die wichtigste Person in der griechischen Welt. Der Glaube an einen Pantheon toter Götter sollte uns helfen, die Menschheit in unserem Sinne umzuformen. Das klingt nicht so gut. Die Pyramide hat die mysteriöse Macht, in die Zeit zu blicken. Doch nur wenige Menschen können sie aktivieren. Menschen wie Deimos und all jene aus deiner Blutlinie. Aber du hast auch etwas gesehen. Ich weiß nicht wie oder wieso, aber sie hat mir etwas gezeigt. Was hast du gesehen? Ich sah dich. In der Vision zerstörtest du die Pyramide und den Kult. Und ich sah, was danach kommt. Nach dem Kult? Wir werden durch eine neue Art der Ordnung ersetzt. Unter der Herrschaft eines Philosophenkönigs. Es gibt eine Bewegung weg von den alten Göttern hin zu einer Gesellschaft der Vernunft. In einem Königreich, erbaut von Menschen für die Menschen. Und ich muss jemanden finden, der sie anführt. Doch all das konnte ich mit dem Kult und ihrer Herrschaft des Chaos nicht erreichen. So ließ ich sie ihre Pläne ausführen und ließ zu, dass der Kult des Kosmos sich sein eigenes Ende bereitet. Moment. Wusste Perikles Bescheid? Ich wollte ihn beschützen, also ließ ich ihn im Dunkeln. Er wäre anderer Ansicht gewesen. Aber er sollte nicht sterben. Das ist die Wahrheit. Ich hab Durst. Da ich jetzt gerade so müde, Entschuldigung. Du hast fragwürdige Entscheidungen. Ich hab nichts zu trinken hier. Aber diese war wohl die richtige. Du kanntest ihn. Er war ständig in Sorge um das Befinden der griechischen Welt. Das Wissen hätte ihn umgebracht. Also, wie geht es weiter? Ein neuer Fokus. Wir steuern auf eine neue Republik zu mit einer obersten Regel. Einen Traum, den ich wahr mache. Noch ist es ein Traum. Und kein besonders realistischer. Vergiss, was du weißt. Stell es dir vor. Vergiss die Demokratie. Nie mehr blau und rot. Nur Bürger, die für das Gemeinwohl arbeiten. Das ist Wahnsinn. Das geht nicht, Aspasia. Es ging nie. Nicht Wahnsinn, sondern Aufklärung. Wenn die Menschen in Athen davon hören, werden sie verstehen, dass sie das schon immer wollten. Auch du. Ich weiß nicht. Dein ganzes Leben warst du auf dich allein gestellt. Lass los. Mein Plan erfordert, dass du mir vertraust. Komm mit mir. Diese Zukunft ist mehr als ein Traum. Die Frage ist, ob sie uns nicht abschlachtet. Tut mir leid. Dann vertraust du mir scheinbar? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das sage ich dir. Liebe bedeutet Trost für den Einzelnen, Cassandra. Was auf uns zukommt, bedeutet Harmonie für alle. Du solltest gehen. Führe deine neue Republik. Ich werde nicht führen. Wir brauchen jemanden mit dem Wissen eines Philosophen und der Weisheit eines Königs. Das ist viel verlangt, dieser Tage. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Cassandra. Du tust das Richtige. Das versuche ich immer zu tun. Dann verfolgen wir dasselbe Ziel.
Ja, ob es der richtige Weg war, ich weiß es nicht. Hassan, du hast noch viel zu tun, mein Kind. Okay, dann müssen wir doch töten, oder? Hassan doch! Sturm! Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich fürchte mich nicht vor einem Sturm. Das haben wir geschafft. Mehr geht nicht. Jawohl, ja. Besiegt. Im der übertragenen Sinne. Alles rot. Schiff, was haben wir hier? Ach ja, hier haben wir die neue Kult, die Kultisten-Crew, die will ich aber nicht. Fähigkeiten können wir mal hier drauf hauen. Ich habe hier beim Krieger, glaube ich, schon mal irgendwo ordentlich Gas gegeben. Feuerschaden halt, ne? Ich hau alles auf Feuer raus. Inventory. Wie viel Nippel haben wir jetzt? Aber da müsste ich bei Quest, glaube ich, gucken eher, ne? Online-Fehler. Läuft. Muss ich doch beim Inventar reingucken. Die Dinger hier, wo sind sie denn? 22, ich weiß gar nicht, wie viel man braucht. Muss ja irgendwo sein mit dem Speer. Auch noch ein paar Minuten kommen, machen wir noch schnell. Was für Online-Fehler? Hauen wir den auf die schnellste und höchste Stufe. Das ist jetzt vorbei, mein Freund. Schaden auf mit allen Fähigkeiten auf. Klappt jetzt nicht, weil irgendwas fehlt. Aber sollte ja nicht der Fall sein. Die letzte Stufe. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Unspektakulär. Schwer verbessert. Auch durch das Thema. Wahnsinn. Wieder was durch. Ich kann von hier unten, glaube ich, nicht schnell. Doch, konnte ich auch. Aber ich mache hier Feierabend. Ich sag mal, danke fürs Zusehen. Nächste Folge gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Bis dahin und tschüss.